Ja, liebe Leute. Hallo ihr Lieben. Das ist die vierte Folge GeoGuessr. Jawohl. Heute nicht mehr mit Alex und Jakob. Doch, auch mit Alex und Jakob. Ja, auch. Aber hier, zu Gast sind Carina und Mareike. Hallo. Sagt mal hallo. Hallo. Ja, sie sagt. Wir sind jetzt zu viert. Wenn wir Glück haben, sind wir in 10 Folgen hier mit 15 Leuten unterwegs. Du, mal gucken, wie es ist. Ja, bald mieten wir die Halle Münsterland an. Wie bei Forrest Gump, da kommen immer mehr Leute dazu. Wie bei Forrest Gump, genau, wo die da laufen die ganze Zeit und... hier, mit dem Smiley und am Ende sagt er dann, dass er nicht... Ja, ja, los geht's. Shit happens und so. Ja, los geht's, genau. Erste Runde. Deutschland. Oh. Ja. Nein. Nee, lassen wir doch mal den Damen den Vortritt. Hügelig. Laubwald. Ist das ein Double Cross Line? Ja. Ja, und da hat jemand ein grünes Kennzeichen. Ein grünes? Vorne grüne. Grün sah das aus, ja. Das ist erstaunlich. Vielleicht bin ich aber farbenlos. Ich weiß mal nicht so genau. Ist das Amerika? Die Straße irritiert mich. Ja, das ist... Ja, ja, doch, kommt von... Das könnte auch Kanada sein. Ach so, ja. Was ist da für ein Straßenschild? Das sieht so schön aus. Da war ein Straßenschild. Der Plan klappt. Vielleicht lassen wir es auch drin. Awkward Silence. Ja. Und wir sind? So. Ne? Ja, ein Straßenschild. Oh, Speed Limit. Ja. Okay. 35. Also, ich finde Kanada gar nicht mal so schlimm. Nein, Kanada ist es glaube ich nicht, weil da war Speed Limit 35 und das spricht eher dafür, dass es Meilen sind und nicht Kilometer. Ich sag das auch nur, weil ich gerade Urlaubsbilder von meinen Eltern gesehen habe aus Kanada. Legal Lured Limit. Pounds. Pounds, ja, ist es in jedem Fall USA. USA, ja. Ja. Ja, und die Nummernschilder, ich glaube, das hängt vom Bundesstaat ab. Wir sind wieder in der Zeit gereist. Ja, oh, es ist Herbst. Es ist Herbst und es ist schlechter aufgelöst. Ja. Hey, ja, ja. Schade. Oh, und wieder sind wir wieder da. Okay, schön. Boah, wenn das in echt da war, so schnell ging. Da war ein Weißschild oder wie ist es? Sind so Verkaufsschilder, ne? Was ist das? Vorsicht vergiftet? Nein, Realty. Ja, ja, ja. Cool. Soll man rauskaufen? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zum Verkauf steht. Aha. Also ich glaube an Ortsnamen. Ja, 30 Meilen. Eigentlich sieht sie aus. Oh, hier, da war das was. West Mountain Inn. Next left. So, wo ist die West Mountain Inn? Ja. Das ist bestimmt auf Anhieb. Was sagt ihr? Ich glaube... Irgendwo bei Bergen. Hier, ne? Nicht in den Great Plains. Hier, Tennessee ist das. Ja. Nashville. Das ist... Wisst ihr das eigentlich wirklich oder ratet ihr mal ins Blaue? Nee, hier, das sieht so aus, hier, also, wo es so grün ist. So mal Fragen von der Fanbase. Ich glaube, ja, hier, Insider-Info. Ich glaube, Alex und ich haben genug Serien und Filme schon gesehen aus Amerika, um einigermaßen die Regionen dann einschätzen zu können. Das, manchmal. Das hier ist eher so grün. Oh, Ortschild. So wie bei Forrest Gump. Ja. Hier ist es eher so schneeig, besonders hier oben. Okay, so machst du das da dann. Unten okay. So Arizona, New Mexico ist sehr schneeig. Dreh dich mal um. Hier ist schneeig, okay. Aber hier ist dann sehr trocken wieder. Also, dreh uns mal um, da war ein Ortsschild. Da war ein Ortsschild? Ich glaube, ist auch nicht so. Ja, da. Ach, da. Candlelight. Ein Candlelight Motel. Red Mountain Lodge. Candlelight. Arlington Motel. Road. Motel. Arlington Road, das muss Washington sein. Ja, ist Washington? Nein. Okay, ich glaube, wir sind aus der Stadt raus. Sollen wir wieder rein oder sollen wir in die weite Welt? Ich weiß nicht, ob die Stadt uns was bringt. Arlington. Hey. Ja, Arlington. Wo? Da. Hä? Was steht da? Pennsylvania? PA? War da PA? 7A. JCT. Junction, ja, das ist an der Kreuzung 7A. Jetzt musst du nur die Kreuzung 7A finden. Jacksonville. Können wir das schaffen? Schaffen wir das in dieser Folge? Jackson. Komm, das ist, ich weiß nicht, wie lange ihr Zeit habt. Das hier ist die Stadt Quitman. Wow. Und die liegt ist das in Mississippi? Nee, ich glaube nicht, dass das in Mississippi ist, was wir da sehen. Dann ist es Arkansas. Nein, Arkansas ist, glaube ich, viel langweiliger ist Arkansas, glaube ich. Ja, was machen wir jetzt? Da sind weniger... Komm, sag einen Start und ich... Georgia. Oh, schön. Georgia? Ich sage Georgia. Georgia. Wo war Georgia nochmal? Da über Florida. Okay, dann ist es wohl Fort Valley in Georgia. Oh, hättest du jetzt Arlington gefunden. Oh. Oh. Es ist New Hampshire, na gut. Und Breaking Bad war New Hampshire ziemlich schneeig auch. Was ja, aber wir haben ja gesehen, die haben mehrere Jahreszeiten. Manchmal wechseln sie sehr schnell. Wie, die haben Jahreszeiten? Okay, weiter. Alter. Ja, schade. Ja, sehr schade. Aber gut, USA ist erraten worden. Ja, okay, das sieht irgendwie nach... Ah ja, gut. Ist egal. Das hier ist... Das sieht
sehr nach Holland aus oder so. Also der Niederlande. Ja, das dachten wir neulich schon und dann waren wir in Belgien. Da steht Brown. Brown? B-O Brown. Jetzt zeig nochmal die Häuser da. Das sieht nicht nach. Das sieht nicht nach Niederlande aus. So gar nicht. Deutschland. Was? Was? Nee. Deutschland. Skandinavien. Skandinavien. Das würde auch sein. Ja, ah, da war eine Fahne bei dem Haus rechts, bei dem hellen Haus da rechts. Schon vorbei? Na ja, da wieder ein bisschen zurück. Da weht eine Fahne oben. Nun, halt doch mal Stimmen. Hier, still. Schweden, nee. Nein, das ist gelb-blau. Das ist irgendwo... Kann aber auch aber ich glaube kaum, dass das in der Ukraine ist. Ich glaube, das ist Schweden. Ich bin mir ziemlich sicher. Das sind Wegschilder, ist es. Natürlich. Guck, es ist natürlich die Ukraine. Nein, es ist natürlich... Nein, es ist Schweden. Ist es Schweden? Ja, es ist Schweden. Und Schweden ist ja auch blau-gelb. Ja, deswegen sage ich. Ja, nein, das war ja sowieso nur ein Wimpel. Aber bevor wir jetzt unsere Meinung wechseln, wie Farben. Oh, wir haben die Jahreszeit gewechselt. Wir lesen Fargo. Oh ja, jetzt. Oh, jetzt wieder. Oh, Gottes Willen, Alter. Da holt man sich einen Schnupfen. Ne? Oh. Raumzeitrisse hier. Was ist denn hier los? Wie haben die das denn gemacht? Um Gottes Willen. Ja, was? Wie heißt das? Holmstrom. Ja, ich glaube nicht, dass das in der Ukraine ist. Wo ist Holmstrom? Wo ist Holmstrom? Wahnsinn, Jakob. Was, Holmstrom? Holmstrand. Ach so, da bewunderst du mich gerade. Das ist nett von dir. Ich weiß nicht, das klingt nach Strand. Nach Strand? Vielleicht ist es aber auch nur der Rand von Holmst. Simpelwamp vielleicht? Simpelwamp? Ja. Oder Mr. Hult oder Blomster Hult? Oh, das klingt alles so nach Astrid Lindgren. Oh, wir sind wieder im Winter. Oh, wir sind wieder im Sommer. Okay. Ah ja, ich liebe Street View. Für ihre... Alter, unterwegs durch alle Jahreszeiten. Vielleicht hast du die Folge. Vielleicht sind wir jetzt schon irgendwie 7 Jahre, nachdem wir gestartet sind oder so. Das kann sein, ja. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Nee, also... Das glaube ich auch nicht. So, der PC ist abgekackt, aber wir haben uns jetzt... Geh mal in die andere Richtung. Nee, Moment, wir haben uns doch entschieden, vielleicht es ist Mitte Schweden. Vielleicht ist da hier Stockholm. Es ist Mitte Schweden. Komm. Mitte? Es ist in Abort. Guck, ja, nicht Abort? Guck mal, wie wenig Wald da ist. Das ich muss schon... Ich hab ein Südgefühl, aber... Ja? In die Mitte? Hier? Südgefühl. Hammerstrand. Guck mal, das ist bestimmt ein Hammerstrand. Was? Moment, da war doch irgendwie... Ein... Ach nee, das war Holmstrand. Es ist hier, ich hab keinen Bock mehr. So. Ja. 20 Kilometer. So. Darf ich dir bitte die Hand geben? Ja, gerne. Sie geben sich nicht die Hand? Neulich schon mit Kasan. So sieht's aus, Leute. Oida. Ja. Ja, guck an. Läuft. Sehr schön. Läuft. Ja, und weiter. Weiter. Oh, wo sind wir? Schön. Deutschland. Ich weiß nicht, nein. 50. Es ist nein, Deutschland. Nein, das ist die... Nein. Da ist ein Bus. Oh. Ah. Hosenauto-Ass. Hä? Okay. Das klingt jetzt erstmal schon wieder irgendwie skandinavisch. Wahrscheinlich. Was ist das Norwegen. Was soll das sein? Ist das die Straße oder was? Oder was ist das? Irgendwie? Erster Tipp, Norwegen. YX. Brixe. Brix. Bill. Bixtra. Bixer. Das klingt nach holländisch. Hä? Geht da nochmal hin? Ja, jeder aber weiß. Das sind Berge. Ja, jeder kennt ja die berühmten holländischen Berge. Wir kennen sie nicht. Brixtra. Bergstedt. Nee, das ist in jedem Fall Norwegen. Auch. Das ist in jedem Fall Norwegen, warum? Ja. Weil es nicht Dänemark ist, weil Dänemark nicht so hoch wird, ist aber die Sprache sehr ähnlich ist, also muss es Norwegen sein. Hier sprechen unsere beiden Nordlichter. Das Bushäuschen war auch schön. Oh, sieht auch schön aus. Toll, ne? So ein bisschen Urlaub am Feiern. Namsos, da haben wir es. Danke. Ja. Wo ist Namsos? Namsos klingt nach einer griechischen Insel. Ja, echt. Vielleicht sind wir doch in der Ägäis. Ich glaube, ich finde Nomos hier nicht so auf dem ersten. Nee, und Steinkia? Steinkia auch nicht. Guck mal, der Autobahn 715. Oh ja, natürlich. Klar. Wow. Guck mal, next Moment, ist das eine Autobahn oder? Oder irgendwie, keine Ahnung. Landstraße. Feldweg 715. 700? Ja, wer weiß, ob es Norwegen ist, ne? Es ist in jedem Fall Norwegen, ich garantiere es. Aber hier heißen alle Straßen E irgendwas. Scheiße, ich schon wieder klug. E16, E irgendwas, 3, E6. Geh mal näher ran, bei der Stadt oder so. Da
Ja, bloß dann wird Norwegen wirklich ziemlich groß, wenn er immer weiter reingeht. Wir fangen an bei Oslo. Du bist so schnell, Alex. Ich komme gleich hinterher zu gucken. Ja. Fangen an bei Oslo. Nee. Da gibt's, guck mal, da gibt es nicht die 163. 159. Das heißt, wir müssen nur noch 550 Straßen weitergehen, dann sind wir richtig. 700. Ah, hier, so eine ist das. Hier, weiß. Ja. Das ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Norwegen. Ja, nur wenn los. Hier 200 ist. Ja. Ist hier ich oben weiß nicht, bestimmt. Nicht alle gehen da logisch vor. 806, ich. Guck an. Ah, Moment. Etwas weiter runter. Die gehen offenbar logisch vor. Ja, weiß man nicht, ne? Aber ja. Kann ja gut sein. Mhm. Hier ist nur. Wasser und Stoff. Und nee, das ist voll in Bäume, ja. Na komm. Alter, was ist das denn hier? Was ist das eigentlich für ein Land? Das Land von Mette Marit und. Hallo. Das war's schon. Was ist das denn, ey? Wie ist denn noch dieser dämliche Geiger, der den Eurovision Song Contest gewonnen hat? Ach, Alexander Rybak. I'm in love with a fairy tale. Ja, der sah so aus wie eine Marionette. 764. Oh, der war süß. 764. Guter Match mit Lene Meyer-Landrut. Na, ist das spannend, Leute? Ist das spannend? Wie sie Tinder gefunden haben, man weiß es nicht. Jetzt ist es aber richtig spannend, denn ich besuche uns in Norwegen hier 760. So, Weiter. Gewinne. Ja, ich. Ja, ich bin mal ehrlich, ja, nicht ja, so die. Die nächste Runde. Vor allem nicht ganz so wild, Alex. Nicht ganz so wild. Ja, die Zuschauer müssen ja noch gucken, ne? Ich alter Sack auch. Ja, wo? Oh, 766. Oh, ja, dann klick einfach noch ein bisschen weiter südlich und fertig. Ja, ich kopf schon. 715. Nein! Hat sich doch gelohnt. Moment. So, jetzt musst du noch einen Namsos und Steinkehr finden und dann. Ja. Osen? Steinstein? Ah, Osen! Da war doch gerade was von Osen. Am Anfang, dieser was? Reisebus. Ja, aber der kann oh, oh, Sternstein? Ja, kleinen Moment. Ja. Der Bus kann ja von da auch weiterfahren. Sieht die Straße eigentlich aus wie ein Fluss? Die Straße ist direkt am Fluss. Ja, habt ihr den Fluss gesehen? Nee, aber ja, hier ist auch kein Fluss mehr. Ist auch nichts los. Nee, irgendwie so insgesamt. Wenn du noch ein Stück weiter gehst, ja. Da ging es nämlich so ein bisschen Richtung. Normal. Ja. Ah, da stand was. Namdalsside. Ah, okay. Ah, und weiter oben? Ah! Ja. Ja, hier, mein Lieber. Jossund, mein Lieber. Ja, okay. Das heißt, es ist. Ja. 715. Ja. Aber hier ist Ende. Und gleich, bam, wir sind in die Polen. Ging, die ging da aber. Nicht. Geh nochmal dahin, wo du gerade gesucht hast. Das ging nämlich einmal so komisch, den halb wieder runter. Verfolgt die mal weiter. Andere Richtung. Ja. Die ging nämlich da immer so lang und dann geht die da wieder runter. Aha, hier geht's noch weiter. Ja. Ah, Carina. Hier. Aber hier, ich hab einen Helm. Jansfort. Ah, oh, da hätten wir ganz schön auf der Nase landen können. Lonin? Ja. Das ist die dämlichste Straße der Welt. Ja. Wir sind ja. Gleich da. Boah, geht die durch ganz Norwegen, diese Scheiße. Ah, jetzt. Ah, nee, hier geht's weiter. Da. Nee, nein. Unten links kam nur noch, oder? Nee, 18. Hier ist die 15. Okay, ja. Ich folge der 15 weiter. Was eine spannende Reise. Ja. Das ist ein Roadtrip hier. Ritzer? Oh, wir sind nicht mehr auf der 15. Hier geht die 15 weiter. Wer hätte es gedacht? Ha? Ah, hier ist die 15. Ja. Rovika, nee. Nee. Oh. Hä? Nee, ach, die geht da zum Schiff. Ah, wir müssen hier rüber. Nein. Hier weiter, oder? Oh, das wär's jetzt echt. Nein, das ah, geht da nicht weiter. Da war Steinkehr, oder? Nein. Nee. Ja, Gott, war. Das ist die Phantomstätte. Das ist Halluzination. Oh, entscheidet euch mal, komm mal zum Punkt, ey. Die Zuschauer langweilen sich bestimmt. Da ist die 15 und hier ist sie immer noch. Dafür muss man erstmal Zuschauer haben. Dann ist sie hier in der Mitte, so. Ja. Einverstanden? Hier in der Mitte? Ja, läuft. Okay. Ja, komm. Ja, ist okay. Ah, ist okay. 63, also. Also, wenn man sich ganz Norwegen ansieht, ist das. Ja, ich hab dir schon mal gesagt, dass auf dieser Mercator-Abbildung Norwegen viel zu groß ist. Ja, sowieso. Ja. So, weiter. Ja. Moment. Kleine Kritik am Rande. Steinkehr. Nein! Manchmal sind die. Aber Moment, aber das ist ja viel zu. Ja, das ist so im Dreieck. Aber das so. War ja auch die Autobahn oder die Landstraße Richtung Steinkehr. Ja, vielleicht. Ah, man die Richtung, ja. Wechseln. So wie hier dann schon steht Dortmund, obwohl. Ja, stimmt. Ja, ja klar. Egal. Okay, next one. Es geht weiter. Ich hätte gerne das grüne Schwein. So, was ist das hier? Das, oh, das ist so süß. Oh. Amerikanisch. Oh, und der Hello Kitty, guck mal, das ist Hello Kitty. Keine Schleichwerbung. Das ist nicht Hello Kitty. Das ist ein berühmtes
Richtig gut vermieden. Also. You dodged a bullet there. Was ist das hier? Ein Trampolin? Hier sind. Geil, oh, das passiert. Wird aber ein bisschen. What the fuck? Nein, das sind Wolken. Hey, da steht ein Chrysler PT Cruiser. Das ist hier Walter Whites Sohn. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal. Also wenn hier ein Chrysler steht, ist es. Ja, aber guck dir mal die Häuser an. Das sieht aus nach Albuquerque. Also. Das ist wieder Albuquerque. Ja, es sieht aus nach Albuquerque, stimmt. Ja, so, so südlich halt. Das könnte New Mexico sein. Also, ja, New Mexico, Nevada oder hier, ja. Hier. Was gibt's da noch so? Arizona. Das sowieso, ja. Das ist ein Schild. Aber es ist doch. Sam Breton. River Hill. Okay. Ja, hast du River Hill gehört? Nö. Es ist ein Straßenname, verdammt. Können wir an einem Fluss liegen? Und ein Hügel. Wo ist ein Hügel und ein Fluss? Da müsste River Hill sein. Boah, da haben wir uns echte Verstärkung ins Boot geholt, Alex. Also auch mal hier. Oh, hier ist die Road closed. Wer hätte das gedacht? Ja, so. Guck mal, Kugel weiter. Gehen wir wieder zurück. Schade. Dahin. Ja. Ah. No Outlet. No Outlet, okay. Das ist wieder River Hill. Aber River ist zensiert, da steht nur Hill. Oh, da ist was. Ja, da könnte ein Ortsname draufstehen oder so. Fast Response. Was ist denn mit dem los? Oh Mann. Geil. Der braucht mal. Der braucht einen Mediengestalter. Ja. Design. Gottes Willen, was ist das denn? Mediengestalter Auto. 1000 verschiedene Fonts hier. Was ist denn nur los, ey? Mann, ey. Der Fond-Experte. So haben wir Futura. Da ist aber kein Futura dran. Oh. Madame sagt Fond. Fond. Es geht doch hier gerade um Brühe, oder? Fondant, ey. Oh, hier ein bisschen Fondant. Mhm. Sind wir uns einig so? Arizona, New Mexico, die Ecke. Ja, ja. Guck mal, Palmen. Ja, die Autos auch. Oh, die Autos? War das ein Müller? Oh, hier sind wir wieder in einem Pickups. Also, Pickups. Ja, wie viele Pickups kann man in einem Bild? Oh, das sieht. Hey, das erinnert mich an GTA San Andreas. Ja, Grove Street. Ja. Ja. Ne, ganz klassisch für Amerika. Solche Enden mit einer Fläche und ganz vielen Häusern. Ey. Ja, wieso? Das ist bei. Hallo? Die Straße, in der ich geboren und aufgewachsen wurde. Ich wurde aufgewachsen. Da war das auch so. Ernsthaft? Ja. Da liegt irgendwas. Was ist denn das? Ist das ein Mülleimer? Ist das ein. Das ist ein Kind. Ist das im Januar oder im Februar? Mülleimer. Mülleimer. Da war so die Mülleimer. Hier, da links. Guck mal links heute. Da war, glaube ich, ein Müllhaufen. Format, ne? Nee, geh mal weiter. Nee. Links? Was ist das? Ein Müllhaufen. Oder ein Flohmarkt. Ja, Sperrmüll. Ah. Ja, nee, Flohmarkt. Ja, Flohmarkt. Man kann sich was mitnehmen, ne? Ja. Ach, das ist doch so ein Ach ne, guck mal, hier diese Lichter, wie hässlich das ist. Ey, boah, Alter, ist das hässlich. Die können sich kein Haus leisten, das größer als 20 Quadratmeter ist, aber 4 Autos in der Einfahrt. Das hässlichste Haus der Welt in Arizona liegt in, wo ist das? Winslow. Sagen wir Winslow? Winslow? Ja, mach mal. Gefällt mir. Ja. Und es Scheiße. War... Ah, es war Texas. Ganz, oh, ui. Aber eieieiei. Schon ganz in der Nähe. Das war ganz nah an Mexiko. Ah, oh, wahrscheinlich hätten wir den Grenzzaun sehen können. Ja. Und so aufgespießte Mexikaner obendrauf. Ja. Drogenbarone. Ja, ganz viele Drogenbarone dann, ne? Das ist einmal Mexiko direkt über Drogenbarone. Und direkt irgendwelche Drogentransporter und so ein Zeug. Ja, kennt man. Okay, man. Next one. Und los. Na, dann geht's. Deutschland. Hey. USA. USA. Ups. Mein Gott. Immer USA. Ja, da gibt es. Immer in Richtung Skandinavien. Sie haben viele Straßen da. Die haben einfach am meisten Street View. Und viel zu viel Wildnis, um ganz ehrlich zu sein. Boah, könnt ihr ein bisschen besser besiedeln? Nein, es ist Linksverkehr. Australien. Was? Ja. Okay. Nicht automatisch. Guck mal, das könnte Südafrika sein. Zeitsprünge wieder. Ja. Wie sieht er Ich sag Australien. Ein Schild. Wait. Was? Ja. Oh, das war das gleiche. Oh, ich bin wieder rückwärts. Oh. Ups. Was? Oopsie Daisy. War das mal dieses rote? Roter Sand. Ja. Entschuldigung, das findest du auch im Münsterland. Echt so? Ah. Also da findest du auch im Münsterland. Ja. Könnte auch Münsterland. Die Straße ändert sich. Guck mal. Ja, nicht nur die. Ach so. Sagen wir Münsterland? Manchmal ist doppelt, manchmal so. Ich dachte gerade, die überholen alle, aber wen? Aber nein, es ist Linksverkehr. Ja. Oh, schön, merkt ihr? Guck mal hier, da. 2015 Google und gehe ich einen weiter. 2014, also viel besser aufgelöst. Was soll die Scheiße? Ja, Verschlimmbesserung, würde ich sagen. Ja. Mein Gott. Ich glaube, wir kommen wir nicht weit. Da liegt noch ein Instagram-Filter drauf. Ja. Das ist so ein Körnerfilter. Das ist ein bisschen vintage, ne? Also ja, auf jeden Fall, das ist cool, ja. Das ist.
Neuzeit. Oh, guck dir nicht diese Strommasten an. Da ist ein Schild, aber die kann man so schlecht lesen. Traumhaft. Wegen dem scheiß Filter, ey. Du findest Strommasten traumhaft? Ich finde die sehr attraktiv auch. Okay. Nein, ich bin nicht objektophil. Nein, ich finde die einfach schön. Objektiv ja. Was? Diese Kombination aus Metall und Landschaft und Grün und fließenden Linien und Graben-Linien. Du bist eine echte Ästhetin. Okay, wir kommen nicht weiter. Es ist Australien. Danke. Komm. Sicher? Also, ich sage, es ist Afrika. Südaustralien. Du sagst, ich sag Neuseeland. Neuseeland. Hey, Neuseeland, nee, wir haben noch kein Schaf gesehen, ne? Das stimmt, da kann es nicht mehr sein. Kiwi-Farm. Es könnte auch noch Japan sein, wenn es Linksverkehr ist, aber ich glaube nicht, dass es ist Ngarniatjara Geiz. Okay, Moment. Nee, das ist es nicht, das können wir nicht aussprechen. Also, Südafrika, wer ist für Südafrika? Du, Jakob, bist für Südafrika? Ja, ich bin für Südafrika. Südafrika? Südafrika, nee. Jemand? Ja, Australien. Ich habe noch zu wenig gesehen. Ah. Wir werden ich glaub, ihr kommt hier nichts mehr sehen. Da wird er nicht mehr, ne? Nee. Aber ich finde, das ist Australien. Aber ja. Und zwar. Australia. Aber hast du so ein gelbes Straßenschild da schon mal gesehen oder so? Ich nehme mich jetzt. Da waren noch keine Kängurus und keine Koalas. Stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Gut. Aber es sieht für mich nicht nach Afrika aus. Das ist schön. Oh, da war ein Tier. Da waren Rinder, ja. Ja. Sollen wir sagen Neuseeland? Warte mal, da vorne kommt was. Geh mal weiter. Also. Das ist so. Hört ihr die Herr-der-Ringe-Musik, wenn ihr das seht? Okay, wir sagen. Oh, da kommt ein Schild. Warte, war auch davor schon ein Schild. Nein! Wie Schilder geil ihr seid. Ja. Die Schilder, da stehen Sachen drauf. Ja, nämlich? Lockbridge Creek. Okay, ja. Suchen wir Lockbridge Creek. Das können wir bestimmt schnell finden. Okay, mein letzter Wort ist das Neuseeland. Ich bleib auch bei Neuseeland. Ja, also ich bin auch von Südafrika weg. Rough Surface. Ja, okay. Gehen wir in Neuseeland. Süd ja. Oder Nord? Süd. Süd. Da. Mhm. Nein! Okay. Es war wenigstens nicht Südafrika, aber es ist nah dran an Neuseeland, muss man das sagen. Das war die letzte Runde, dann gucken wir jetzt mal unseren Gesamtstand. Ach, war das schon? Ich glaube, so geil ist er das dann noch. Das Neuseeland von Australien. Ja. Ah. Das sieht schon gut aus. Ja, also die 20 Kilometer am Anfang, die haben, also... Da bleibt keine Hose trocken. Jetzt, wir haben 60 Kilometer immer gehabt bei Norwegen. Ja. New Mexico, okay. Ja, dann USA und das hier. Jetzt hätten wir das geschafft, ne? Ja, wo klickst du auch immer hin? Naja, gut, was so ist. Hättest du mal nach Südafrika geklickt, ja? Ja, hättest du mal. Hättest du es allein gemacht, würdest du direkt auf Südafrika gehen, ne? Und dann null Punkte. Vielleicht noch weniger oder so. Halten wir fest, wir sind raus. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüssi.